Servus die Mal und grüß euch die Buben. Tja, eigentlich wollte ich zu Donau auf meinem Plätzchen, aber da hat mich eigentlich der Wind verjagt. Ich habe den Wind dort unten komplett unterschätzt, also unmöglich dort. Ja, dadurch bin ich jetzt ein bisschen in den dichteren Wald gegangen und machen wir es einfach hier gemütlich. Schauen wir, was wir sehen werden. Ja, da hat sich auch ordentlich verabschiedet und ist da lang geknallt. Ja, auch hier knarrt es und kracht es ordentlich durch den Wind. Da wird noch einiges fallen. Ja, ich hatte auch nicht vor, aus Gott wie weit zu gehen. Ja, ich suche mir jetzt halbwegs ein sicheres Plätzchen und dann mache ich es mal gemütlich, ganz einfach. Ja, von deinem einen kaputten Baum habe ich mir schon ein bisschen Holz mitgenommen. Das war super trocken. Ja, heute habe ich die Buschbox dabei, die XL mal wieder. Und ein Feuerchen will ich mir schon machen. Ja, da liegt einiges. Aber schon länger, schon alles vermoost. Schön. Ja, ich denke, das Platzl hier werde ich mir einverleiben. Da habe ich einen schönen Ausblick. Über mir sind auch keine gewaltigen Bäume, die abbrechen können und somit, ja, den nehmen wir. Ja, meine Würste kommen wieder auf den Spieß. Der wird wieder verwendet. Und die Kartoffeln werde ich mir hier in der Pfanne mit etwas Öl anbrutzeln. Und dann passt das. Ja, Kiefernharz vom Andi ist ja schon Pflicht quasi. Einfach wieder ein bisschen das Taschentuch anrauen. Ja, die Wurst ist einmal drauf und sie fängt einmal an, dezent zum Brutzeln. Ja, werde meine Würste hier werden. Schön langsam werde ich einmal hier meinen kleinen Dox anzünden und alles herrichten für meine Kartoffeln. Mal ein bisschen Öl hinein. Mal Kartoffeln hinein. Herunter, einmal die erste. Lecker. Extrem lecker. Jo. Ja. Mhm. Leider habe ich auch Salz zu Hause vergessen, aber das macht nichts. Hauptsache der Senf ist dabei. Das Brot habe ich auch wieder vergessen. Oh. Mm. Freunde, top, vom Feinsten, perfektes Mittagessen. Ich hatte gestern bei der Tour ja auch diesen DCD Club Notkocher dabei. Da war ich eigentlich nicht so überzeugt davon, aber gut, vielleicht war es auch mein Fehler. Ich habe halt noch einmal so einen Fire Dragon mit dabei und werden wir das Wasser noch einmal erhitzen. Werden wir noch einmal schauen. Vielleicht habe ich auch einen Anwendungsfehler gemacht. Mir ist das nur relativ kurz vorgekommen, dass das relativ schnell weg war. Aber gut, man, das Wasser hat er erhitzt. Schauen wir mal. Okay, den gleich wieder einfädeln. Da ist er eigentlich schön windgeschützt. Da
Das ist eigentlich der große Vorteil gegen den Speedkocher. Ja, brennt ja schon, habe ich noch nicht gesehen. Ja, das brodelt auch schon vor sich hin, das schaut ganz gut aus. Und der Vorteil, dass der eigentlich nicht zusammenklappen kann, der passt eigentlich sehr fein da drauf. Und jetzt schauen wir das noch einmal an, weil das ist mein Wasser für mein Käfchen. Dann schauen wir mal, wie lange er braucht. Ja, wir haben jetzt 6 Minuten verbraucht. Das Wasser kocht, das ist einmal. Und er brennt noch. Schauen wir mal, wie lange er brennt. Ich lasse ihn jetzt sowieso ausbrennen, aber es dürfte schon in den letzten Atemzügen sein. Also, was er jetzt auch ist. Also von 6-7 Minuten länger brennt er halt nicht. Ja, der ist ausgebrannt. Und was sich auf alle Fälle im Frühjahr oder auch im Sommer sicher als perfekt erweist, ist diese Flammschutzmatte. Also die ist das Geld wirklich wert. Also wie gesagt, ich habe hier drunter eigentlich meinen Hocker. Da passiert überhaupt nichts. Also die ist wirklich ihr Geld wert. Ja, Freunde. Link von der Flammatte ist auf alle Fälle in der Beschreibung. So wie viele andere Sachen und Ausrüstungen, die ich gerne verwende. Und in dem Sinn, mein obligatorischer Gruß wieder an meine alten Krankensaison. Ich hoffe, da sind etliche schon gesund davon. Werden wahrscheinlich etliche neue dazugekommen sein, die krank sind. Und natürlich auch an meine gesunden Prostfreunde. Ja. Ja, Freunde, jetzt werde ich einmal mein Käfchen noch in Ruhe austrinken und dann schön langsam wieder klar schiffen und alles sauber machen. Ja, solange die Sonne noch scheint, schauen wir mal, wie spät es ist. Ah, es ist jetzt 15 Uhr. Perfekt, 3 Uhr. Wenn man hier reinschaut, sieht man einen kleinen hellen Punkt, der auf die Zahl 3 zeigt. Und das ist die Uhrzeit. Es ist jetzt 15 Uhr. Also perfekt. Ja, das ist quasi die älteste Uhr, die es gibt, nämlich eine Sonnenuhr. Und nun geht es wieder zurück in die Zivilisation. Leider. Geil, da liegt mitten im Wald ein Gitter. Man, das ist einmal gestanden, sieht man, aber so räumt da keiner mehr weg. Super, passt.
Ja, Freunde, da vorne steht dann gleich die Droschke. Ich sag wieder wie immer, danke fürs Mitlaufen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und servus die Malen und pfiat euch die Buben.